Hallo, 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 einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir zur Seelenfreude-Challenge. Tag 3 haben wir heute, glaube ich. Tag 3, Montag, Dienstag, Mittwoch, genau. Tag 3. So, ich warte mal einen Moment, die ersten Zuschauer hier sehe, bis du mich gefunden hast hier zur Seelenfreude-Challenge, Tag 3. Wir wollen heute mal nochmal den Tag ein bisschen auf eine andere Art und Weise beenden, loslassen, den Kram, den wir heute da aufgeschnappt haben. Und ja, ich habe dir mal eine Frage mitgebracht, die da lautet: Wenn du bewusst geworden bist, das habe ich so spontan gepostet. Und mir ist dann klar, da gibt es welche, die sagen, wow, schön, toll, gute Zeit. Und andere triggert das irgendwie an, die dann da am Kritisieren sind, du solltest doch nicht fliegen. So, die Verbindung, die war kurz weg. Bitte mal stabiles Internet hierher. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, also wenn ich sowas poste, dann ist mir klar, da gibt es dann immer so zwei Lager. Die einen freuen sich, sagen, Mensch, toll, und andere sind dann natürlich am Kritisieren. Dass man nicht fliegen sollte, dass es doch auch hier schöne Gegenden gibt und dass es so viel Armut überhaupt gibt und solche Dinge. Und es so vielen Menschen schlecht geht auf der Welt und sowas. Und ich verstehe das nur zu gut. Ich verstehe das nur zu gut. Gehe ich auch gleich mal drauf ein, was so meine Gedanken dazu sind, um dich da zu inspirieren. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dir heute einfach mal hier die Frage zu stellen: Wenn alles für dich möglich wäre, wirklich alles, keine Begrenzungen, was würdest du dann tun? Und da gebe ich dir jetzt mal so meine Impulse dazu. Vielleicht schickt mir auch gerne mal jemand, ich sehe, ich habe Zuschauer, einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, dass ich auch gut zu sehen und zu hören bin und hier nicht quatsche und keiner hört mich. Okay. Also meine Beweggründe waren zum einen meinen Seelenplan zu entdecken und ihn auch zu leben, also einen Seelenberuf daraus zu kreieren, was wirklich meinem Herzen spricht. Zum einen mir mein Leben nach meinem eigenen Herzen zu gestalten und aufzuhören zu funktionieren. Das sind ja vielleicht Dinge, die dich auch irgendwo ansprechen. Also dir ein Leben wirklich nach deinem eigenen Herzen zu gestalten, so wie es zu dir passt. Also dir also nicht vom Kopf her etwas zu überlegen, was könnte dir Freude machen, womit könntest du Geld verdienen, sondern wirklich mal hier hineinzulauschen, was ist wirklich dein Ding, was entspricht wirklich dem, was du mitgebracht hast hier, was entspricht deiner Lebensaufgabe. Ich gehe davon aus, du bist genauso wie ich auch der Auffassung, du bist nicht hierher gekommen, um irgendwie das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen, sondern du hattest mal einen Plan, du hattest mal eine Idee, du hattest mal oder hast immer noch eine Mission, die es zu leben gilt, die es zu entdecken gilt. So. Und meine Intention war einfach, mir ein Leben nach meinem Herzen zu gestalten, so wie es zu mir passt, mich dort gerade aufzuhalten, mit der gesamten Familie oder mit einem Teil von der Familie, die Kinder sind ja inzwischen schon erwachsen, wo es uns einfach gerade gefällt. Und vor allem auch meinen Kindern was anderes mit auf den Weg zu geben, weil sie ja viele Mangelprägungen schon mitbekommen haben aus meinem früheren Leben. Vor allem eben in finanzieller Hinsicht. So, und warum ich mich jetzt gerne einfach auch im Süden aufhalte oder wo einfach viel mehr die Sonne scheint als hier, ist einfach auch aus gesundheitlichen Gründen. Denn hier Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben so wenig Sonneneinstrahlung hier, dass wir alle irgendwo auch einen Vitamin-D-Mangel haben. Und wenn ich dann keine Supplemente nehme, das wirkt sich natürlich auch nicht förderlich auf die Gesundheit aus.
Letzten Endes. Das führt auch letzten Endes dazu, dass so viele Menschen hier draußen einfach auch unzufrieden sind. Hat auch was mit dem Vitamin-D-Mangel zu tun, aber auch damit zu tun, dass sie ja tagsüber viele Dinge machen, die nicht eben ihrem Herzen entsprechen. Und du bist hier in der Gruppe, du gehörst da nicht dazu. Du willst deinen Seelenplan entdecken, du willst deinen Seelenplan auch leben. Und im Hinblick auf das liebe Geld, was meine Intention, diese Mangelprägungen, die ich ja viele, viele Jahre in mir hatte und wo ich auch irgendwann mal gedacht habe, in diesem Leben kriege ich das nimmer gepeilt, das in die Heilung zu bringen, nicht nur mir und meinem Körper wirklich das Allerbeste zu gönnen, in Form von Ernährung, in Form von Kleidung, in Form von Dingen, die mich einfach umgeben oder in die ich mich hineinbegeben möchte gerne, sondern eben auch, und jetzt kommen wir auf das Thema Armutsbewusstsein, weil ich diese Gedanken hier auch nur so gut von mir früher kenne, dass ich mich damit nicht nur getröstet habe, dass es da draußen Menschen geht, die es ja noch schlechter geht wie mir, sondern eben auch gedacht habe, mein Gott, wie werfen die das Geld zum Fenster raus? Andere, da gibt es so viel Armut da draußen, da wäre es doch besser aufgehoben. Und das war meine Intention, mein Geldthema auch zu heilen, um eben mehr Geld in mein Leben fließen zu lassen, um eben Monat für Monat entsprechende Summe an verschiedene Projekte weiterfließen zu lassen, um meinen Beitrag da eben auch zu leisten. So, und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, die ich dir mitgebracht habe. Wenn alles möglich wäre, wenn du dich von all deinen Begrenzungen, von dem Korsett, von den Schleiern, von dem ganzen Kram, was man über dich gelegt hat, was du bewusst oder unbewusst aufgenommen hast, was dich noch nicht mal an deine Mission erinnern lässt, warum du eigentlich hier bist, was dich denken lässt, völlig begrenzt, dass irgendwo ein Mangel da ist, in welchem Bereich auch immer. Wenn du das alles ablegen könntest, mach dir da gerne mal Notizen heute so zum Tagesende. Jetzt spielt die Kamera hier verrückt und schaltet noch um. Mach dir mal gerne Notizen da heute zum Tagesende. Und mach dir so mal bewusst, wenn wirklich alles möglich wäre und du den ganzen Kram jetzt endlich mal loslassen würdest, was würdest du dann tun? Wie würde dein Leben dann ab morgen ausschauen? Was würdest du dann anders machen? Würdest du dann noch dorthin gehen, wo du tagsüber in erster Linie deine Zeit verbringst, oder würdest du dann was anderes machen? Würdest du dann noch dort wohnen und leben, wo du gerade lebst? Würdest du dann noch die Kleidung tragen, die du trägst? Oder würdest du andere Kleidung tragen? Vielleicht eine hochwertigere Kleidung, vielleicht eine weniger belastete Bekleidung im Hinblick auf Chemikalien oder solche Dinge. Wie würdest du dich ernähren? Welche Lebensmittel würdest du kaufen? Würdest du noch die gleichen Lebensmittel kaufen wie jetzt auch, oder würdest du andere Lebensmittel kaufen? Was würdest du ab morgen anders machen, wenn du auch kein schlechtes Gewissen mehr hättest, keine Schuldgefühle, nichts mehr, wenn du dich von allem befreit hättest, was wirklich über dich gestülpt wurde? Hallo lieber Thorsten. Wie würde dann ab morgen dein Leben ausschauen, wenn du dir deiner wirklich wahren Größe bewusst wärst und wüsstest, dass alles für dich möglich ist. Es ist alles für dich möglich. Aber wenn du das auch wirklich mal dir bewusst machen würdest, wie du mit deinen Gedanken, die du aussendest, dir im Außen deine Lebenswirklichkeit erschaffst. Wenn du da ab heute Nacht mal einen Cut machen würdest. Dazu würde ich dich gern mal einladen. Wie würde dann dein Leben ausschauen, was würde sich dann alles verändern? Und auch, wenn du dir erlauben würdest, deine wahre Größe, dein unendlich großes Wesen, dein unendliches Bewusstsein, deinen Seelenauftrag zu leben,
Welche Spuren würdest du dann hier gerne hinterlassen? Welche sozialen Projekte würdest du gerne unterstützen? Wo würdest du gerne deine Energie, aber auch die Geldenergie weiterhin fließen lassen, um die Welt hier wiederum zu einem heileren Ort werden zu lassen? Welche Projekte würdest du gerne unterstützen für die Welt oder für die Natur oder für die Tiere oder für die Menschen überall? Geh da gerne mal ins Brainstorming mit dir. Im ersten Schritt, jeder von uns, auch du, ist einzigartig, ist ein unendlich großes Wesen. Nur was wir hier mit unserem bloßen Auge sehen, das ist unser begrenzter Körper. Aber das ist nicht alles. Du bist viel mehr als dein Körper, den du da siehst. Du bist viel mehr als dein Körper, den du da siehst. Du hast bestimmt schon mal was von feinstofflichen Körpern gehört, von der Aura, dass alles eine große Energie ist. Und stell dir mal vor, du würdest das wirklich annehmen. Wie hier, Thorsten schreibt es gerade. Was bei mir gerade abgeht, nachdem ich mich geöffnet habe. So, so toll, Thorsten. Ich wollte ja vorhin schon schreiben, weil ich da in der WhatsApp-Gruppe heute mal ein bisschen rumgescrollt habe. Das ist so, so genial. Das freut mich so riesig. Sehr, sehr schön. Also Thorsten ist hier ein wunderbares Beispiel für. Da geht wirklich absolut die Post ab. Seit er sich geöffnet hat, seit er beim Moneyfreude-Seminar dabei war und da so vieles wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Sehr, sehr schön. Und meine Liebe, die du hier dabei bist, jeder von euch, für jeden von euch ist es möglich. Wenn ich könnte und dürfte, ich würde gern bei jedem von euch mal durchrütteln und Format C machen. Dass du wirklich mal diesen ganzen Kram, diesen ganzen, sorry der Ausdruck, dieser ganze Scheiß, der über uns gelegt wurde, den wir glauben, den wir als realistisch ansehen, dass es ja halt so ist. Es ist ja halt so. Ich habe heute mit einer Frau gesprochen, die schon 70 Jahre ist, aber anscheinend noch relativ fit. Die ist selbstständig. Die hat einen 12, 14 Stunden Tag. Einen 12 bis 14 Stunden Tag arbeitet die jetzt noch und unterm Strich kommt nicht viel bei raus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange schon, aber die quält sich schon so, ja, viele Jahre, viele Jahre. Und schau mal, wenn es doch wirklich so sein müsste, dass wir einfach nur irgendwann aus dem Bauch von der Mama auschecken. Und dass es so sein sollte, dass das Leben dann an uns vorbeizieht und dass wir hier sind zum Arbeiten und um dem Geld hinterher zu rennen und einfach so dahin vegetieren und einfach irgendwann nochmal gehen. Wenn es doch so wäre, warum gibt es denn dann Menschen, die das anders machen, für die das möglich ist? Schau mal, wir sind doch alle hier auf die gleiche Art und Weise auf die Welt gekommen. Jeder von uns ist auf die gleiche Art und Weise hier auf die Welt gekommen. Also mir ist niemand bekannt, der irgendwie anders, außer dass er irgendwann sich dazu entschieden hat, da sich eine Mama ausgesucht hat und aus dem Bauch von der Mama irgendwann halt nach ein paar Monaten ausgecheckt ist, um es mal flapsig auszudrücken. Und was ist der Unterschied zwischen denjenigen, die sich ein anderes Leben erschaffen haben? Nicht, weil es ihnen in die Wiege gelegt wurde, manchen vielleicht ja, also mir wurde es nicht in die Wiege gelegt, überhaupt nicht. Sondern es fängt alles hier am Kopf an, indem man sich wirklich mal bewusst macht, wie sehr wir den ganzen Tag gedacht werden, wie viele Dinge wir für realistisch halten und wie sehr wir am Funktionieren sind. Und dabei ist wirklich alles, alles möglich. Hallo liebe Lubomira, hallo liebe Huberta. Es ist alles möglich, wenn du dir mal bewusst wirst, was für ein wunderbares Wesen du bist, was für ein endlich großes Bewusstsein du bist und hast,
Und wenn du dich von diesem ganzen Kram mal befreist und wenn du aufhörst, dich selbst und vieles andere im Außen auch zu be- und verurteilen. Weil solange wir Dinge im Außen auch be- und verurteilen, einschließlich uns selbst natürlich auch, kommen wir natürlich aus dieser Falle auch nicht raus und stecken fest. Und deshalb die Einladung nochmal. Schreib dir mal auf, wenn wirklich alles für dich möglich wäre, wenn du heute Abend über Nacht alle Begrenzungen loslassen würdest und würdest so zu Bett gehen und würdest morgen in einem neuen Leben aufwachen, wie würde das Leben ausschauen? Nimm dir jetzt mal noch so die 10 Minuten, lass es einfach mal fließen aus dem Herzen heraus, was du da zu Papier bringst. Wirklich ohne Begrenzungen, auch wenn dein Kopf dann einsetzt und sagt, ja, wie soll denn das gehen? Aber hab einfach mal Mut, schreib es mal auf und erlaube dir dann heute Abend mal mit diesen wunderbaren Gedanken, mit einem Lächeln im Gesicht zu Bett zu gehen und so einzuschlafen. Wenn du das jetzt aufschreibst, dann ist das ja noch relativ frisch in deinem Bewusstsein drin. Und dann geh mal mit diesen Gedanken an dieses wunderbare Leben ins Bett. Und dann beobachtest du mal, was das alles schon verändert. Dann geht es natürlich auch darum, noch weitere Schritte zu machen. Klar, vom Nichtstun kommt natürlich auch nichts. Und nur vom positiven Denken, da tut sich natürlich, das ist die Basis, aber ins Handeln kommen darf man natürlich trotzdem noch, das ist klar. Aber wenn du dir deiner Größe bewusst wärst und überhaupt mal so klar wärst, wenn alles möglich wäre, wie würdest du dann leben? Dann gibt es so eine innere Kraft wie so ein Motor, der dich antreibt, der dich plötzlich Dinge entdecken lässt, die vorher wahrscheinlich auch schon da waren, die du aber nicht gesehen hast. Und so kommst du dann eben auch ins Handeln. Dann kannst du gar nicht mehr anders als ins Handeln kommen und diese Dinge auch letzten Endes in dein Leben ziehen. Aber am Anfang darf überhaupt mal klar sein, wo willst du überhaupt hin? Ja? Also, wenn alles für dich möglich wäre und du jetzt über Nacht alles loslassen könntest, wie würde dann ab morgen dein Leben ausschauen? Machen wir mal so ein ganz zeitnahe Zeitspanne. Okay, meine Liebe, mein Lieber. Wenn du da mal näher deine Situation anschauen möchtest mit mir im vertraulichen Gespräch, ich poste euch noch den Link rein, dann bewirb dich zu einer kostenfreien Durchbruchssession. Ich nehme da eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit für dich, wo wir wirklich im vertraulichen Gespräch mal hinschauen, welche Möglichkeiten du da hast. Weil ich weiß, wie vielen es schwerfällt, sich wirklich mal zu erlauben, groß zu denken, groß zu träumen, wie schnell der Denker, der Verstand immer wieder dabei ist und wie schwer es vielen einfach auch fällt, weil schon so viel über uns gestülpt wurde, in die Vorstellung zu gehen, dass du ein unendlich großes Wesen bist. Das Thema hatte ich heute Mittag gerade noch im Coaching, weil das auch sie so beschäftigt hatte, aus einem Modul, das sie in der Akademie bearbeitet hatte, und da haben wir nochmal näher hingeschaut, um das zu verklaren. Und das ging mir früher auch so. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, als man mir gesagt hat, du bist ein unendlich großes Wesen, alles ist ein großes Bewusstsein. Und da gibt es eine unendlich große Kraft und du bist ein Teil dieses Ganzen. Und du darfst das auch leben. Da hatte ich auch viele Fragezeichen in den Augen, weil mein Köpfchen das auch nicht greifen konnte. Und das sind alles so die Dinge, wo ich gerne auch mit dir hinschaue in der kostenfreien Durchbruchssession und wir da einfach mal Klarheit schaffen, damit du das wirklich mal auch mal ein bisschen mehr greifen kannst. Dass es auch für dich mal klarer ist, dass diejenigen da draußen, wo du jetzt noch denkst, wow, die kann das, aber ich kann das nicht. Nein, du kannst das auch. Du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, ich
befreie mich von dem ganzen Kram jetzt. Ich nehme mein Leben jetzt in die Hand. Ich hocke mich jetzt hier anschließend wirklich mal hin und nehme einen Zettel und fange mal an aufzuschreiben, wie würde mein Leben morgen ausschauen, wenn wirklich alles möglich ist. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang in dein großartiges Leben. Alles ist möglich. Du bist nicht hierher gekommen, um dein Leben an dir vorbeiziehen zu lassen, um dich zu quälen, um zu arbeiten. Du bist nicht hierher gekommen, um zu arbeiten. Du bist hierher gekommen, um zu leben. Schau mal, als wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind, wir waren einfach da, wir waren einfach Bewusstsein. Wir hatten keine Vorstellungen und Ansichten darüber, wie wir uns zu verhalten haben, wie die Haare sind, sein sollen, wie die Kleidung sein soll. Keine Ahnung. Ab dem Moment haben wir nur angefangen, uns irgendwie zu verbiegen, weil wir gemerkt haben, das Umfeld reagiert irgendwie mal so und mal so auf uns, als wir dann, ja, später dabei waren, uns zu entwickeln und uns eigentlich entfalten wollen. Und dann ist die gut gemeinte Erziehung dazu gekommen, der wir ja ausgesetzt waren. Aber du als erwachsene Person hast jetzt die Möglichkeit, dich von diesem ganzen Kram zu befreien. Und deshalb nutzt doch auch mal diese Chance hier, jetzt dir die Zeit zu nehmen und dir wirklich aufzuschreiben. Wer ist das so schön? Wer schreibt, der bleibt. Wenn wirklich alles möglich wäre, wenn du dir deiner wahren Größe bewusst wärst und wenn du alle Begrenzungen und Fesseln sprengen könntest, wie würde ab morgen dein Leben ausschauen? Und lass uns da gerne auch gemeinsam mal hinschauen und Klarheit schaffen. Okay? Alles Liebe, hab viel Freude jetzt beim Notieren. Dein Leben ab morgen ausschauen würde, hab Mut, trau dich und geh dann mit diesem zufriedenen Lächeln mal zu Bett und finde da in einen anderen, erholsameren, zufriedeneren Schlaf. Okay? Und dann sehen wir uns morgen hier nochmal. Alles Liebe. Ciao, ciao.